Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Ihr Kompletteinrichter. Da schaute die Mietz nicht schlecht. Schon 30 Jahre alt ist der Verein, der am 1. Märzwochenende zur internationalen Rassekatzenausstellung in die Muldentalhalle Wilkau-Haslau einlud. Grund genug, sich bei derjenigen zu bedanken, die sozusagen die Mutter der Mülzner Samtpfötchen ist und drei Jahrzehnte erfolgreich die Geschicke des Vereins lenkte. Dagmar Fritsche. 30 Jahre sind eine lange Zeit. In die Zukunft geschaut. Für mich persönlich, also ich sag mal, in der Katzenzucht will ich etwas zurückstecken. Man wird nicht jünger und man muss immer sehen, wenn man mal krank wird oder was Schlimmeres passiert, dass die Katzen versorgt sind. Und dann möchte ich persönlich im Verein, ich habe 30 Jahre dem Verein vorgestanden, ich möchte jetzt einen Nachfolger einarbeiten, dass es mit dem Verein weitergeht, dass aber der Nachfolger nicht einfach ins kalte Wasser geschmissen wird, dass ich nur noch etwas anlernen kann. Ich hoffe, unseren Verein gibt es mindestens noch 30 Jahre, auch wenn ich das vielleicht nicht mehr erlebe. Aber ich würde mir wünschen, dass mein Baby, der Katzenverein, noch viele Jahre existiert. Angefangen hatte man einst sehr klein. Wir haben angefangen mit 7 Mitgliedern 1994 und jetzt sind wir was über 70 Mitglieder. Nicht nur aus Sachsen, sondern aus ganz Deutschland eigentlich. Die sich intensiv den unterschiedlichsten Rassekatzen widmen. Das Schöne ist das gemeinsame Hobby. Wenn wir uns monatlich zu unserem Stammtisch treffen, es gibt eigentlich nur ein Thema, das sind die Katzen. Und dann muss man natürlich auch einen Vorstand haben, der den Verein zusammenhält. Man muss manche Reibereien austragen, man muss das Interesse in den Vordergrund stellen, das Interesse die Katzen, nicht persönliche Sachen. Dann klappt es auch vereint im Verein. Die Höhen sind Ausstellungen gewesen, zum Beispiel unsere allererste Ausstellung 1994. Da standen die Leute, die Besucher in Dreierreihen, eine Dreiviertelstunde lang, dass sie uns besuchen konnten. Wie überall gab es ebenso Tiefen. Natürlich Corona, da konnte man keine Ausstellung machen. Die eine Seite war, zu Corona-Zeiten haben die Katzenzüchter enorm viele Katzen verkaufen können. Und die nächste Tiefe ist, oder das nächste Tief ist gewesen, dass viele der Katzen dann irgendwo im Tierheim gelandet sind oder weiterverkauft worden sind. Wer sich eine Katze anschaffen möchte. Man sollte sich im Vorfeld erstmal im Klaren sein, will ich eine Kurzhaarkatze, will ich eine Halblanghaarkatze oder eine Langhaarkatze, wobei eine Langhaarkatze natürlich viel intensivere Pflege benötigt als eine Kurzhaarkatze. Aber man muss sich im Klaren sein, jede Katze haart. Selbst wenn Sie jetzt eine Kurzhaarkatze oder eine nackte Katze haben, Sie haben immer die Katzenhaare. Da muss man sich im Vorfeld drüber im Klaren sein. Und dann muss man sagen, okay, will ich eine 12-Kilo-Katze bei mir am Bett liegen haben oder will ich eine 3-Kilo-Katze bei mir am Bett liegen haben? Wenn es nach mir ging, wäre es sowieso ein Kader, das Nonplusultra, weil die Kader meistens etwas anhänglicher sind als die Katzen. Mein Mann sagt immer, es ist wie ein Menschenreich, die Mädchen sind zickig und die Kader sind anhänglich. Aber das ist wirklich das, was ich sagen würde. Aber letztendlich muss jeder seine Katze oder die Katze sehen und muss sagen, wow, das ist es. Und dann muss die Katze auch auf den Menschen zugehen. Es nützt nicht, wenn man jetzt sagt, ich möchte eine Katze haben, man geht zum Züchter hin und die Katzen sind alle verschwunden und kommen nicht zu den Menschen hin, dann braucht man die Katze nicht zu nehmen. Eine Katze hat außerdem Hunger und Durst. Ich sag mal, dass die Katzen, die Sie hier sehen, sind zu 90% Wohnungskatzen. Und eine Wohnungskatze hat nicht diese Ausarbeitung wie eine Katze, die rausgeht. Und dann gibt es verschiedene Katzenrassen, die sind sehr mäglich. Da muss man sich drauf einstellen. Es nützt nichts, wenn man das teuerste und das beste Futter kauft und die Katze frisst es nicht, man schmeißt es dann weg. Da muss man sich dann drauf einstellen. Eine Katze hat Charakter und die lässt sich auch nicht durch Leckerli oder irgendwas locken und machen. Das ist anders als beim Hund. Für Katzenbesitzer oder die, die es werden wollen, wurde wieder an verschiedenen Ständen angeboten, was Katze benötigt oder mag. Und dann gab es natürlich reichlich Katze zu sehen. Ja, wir freuen uns über alle Aussteller, wir freuen uns über die vielen Katzen. Wir hatten natürlich im Vorfeld das, was wir die vergangenen Jahre nicht hatten, sehr viel durcheinander. Viele Aussteller haben zum Schluss noch umgemeldet, abgemeldet, neu gemeldet. Und das ist natürlich für die Organisation in einer solchen Ausstellung enorm stressig, sage ich mal.
Den Stress merkten die Besucher nicht, auch dank 30 Jahre Ausstellungserfahrung der Mitglieder vom Verein Mülzners Samtpfötchen zur diesjährigen internationalen Rassekatzenausstellung. Wir haben 23 Katzenrassen vertreten, seltene Katzenrassen wieder wie die Kaschmir oder die Likoi. Wir haben die Nacktkatzen, wir haben Sphinxkatzen, wir haben allerdings auch die altbewährten Katzenrassen, British Kurzhaar sind sehr viele Maine Coons, viele Birma-Katzen und auch erstaunlich viele Exotic Short Hair und Perserkatzen. Die Aussteller kamen aus verschiedenen Ecken Deutschlands. Wir haben ja selbst bei uns im Verein Aussteller aus ganz Deutschland, nicht bloß aus Mülzen, wie der Name vermuten lässt. Und hier zur Ausstellung sind auch sehr viele Katzenaussteller aus weit entfernten Regionen, aus Bayern. Der am weitesten angereiste Katzenaussteller kommt aus Borken, das ist irgendwo im tiefsten Ruhrgebiet. Der hat knapp 600 Kilometer Anreise auf sich genommen. Dafür gab es ein kleines Präsent, eine Klöppelarbeit mit Katzenmotiv von Simone Günther aus Gersdorf. Ausgezeichnet wurden auch die schönsten Rassekatzen. Samstag und Sonntag kürte man zudem die Tagessieger. Vorbereitet hatten die Veranstalter außerdem Sondershows, wie Samstag die Unicat für die einfarbigen Tiere und am Sonntag die Dreierlei für die dreifarbigen Tiere. Bewertet wurden die Rassekatzen wieder von einer internationalen Jury. Wir sind in der glücklichen Lage, dieses Jahr zum ersten Mal hier bei uns einen Zuchtrichter aus Großbritannien zu haben. Natürlich ist die Sprachbarriere vorhanden, aber wir haben Dolmetscher da. Wir haben eine Zuchtrichterin aus Holland, die war schon einige Male da bei uns. Und wir haben drei Zuchtrichter aus Deutschland. Man kann nicht jedes Jahr zur Ausstellung die gleichen Zuchtrichter haben, dann kommen die Aussteller nicht mehr. Weil man ja auch verschiedene Bewertungen braucht von den unterschiedlichen Zuchtrichtern für die Erreichung des jeweiligen Titels. Dass man sich der Zucht von Rassekatzen widmet. Das Schöne an der Katzenzucht ist, die Babys aufwachsen sehen. Das ist das Schöne. Das Schlimme dran ist dann, wenn man sie abgeben muss, weil man natürlich als Züchter dranhängt. Es ist wie, wenn man kleine Kinder hat, die Katzenbabys, das ist so was Schönes, wenn die spielen, wenn sie auf einen zukommen und dieses Menschenbezogene, das ist das Schöne an der Katzenzucht. Katze ist aber nicht gleich Katze. Ja, ist jede Katze anders. Ist wie jeder Mensch. Es gibt viele Katzen, die sind sehr anhänglich. Da muss ich auch hier zum Beispiel die Nacktkatzen, obwohl viele Leute sagen würden, Nacktkatzen würde ich mir nie halten. Die sind sowas von menschenbezogen, sowas von anhänglich und verschmust. Und sie sind nicht ganz nackt. Sie sind, wenn man sie streichelt, wir haben ja auch hier welche, wenn man sie streichelt, das ist wie Samt. Und ja, dann gibt es natürlich auch Katzen, die lieben das alleine sein. Also alleinische Katze im Haushalt. Und dann gibt es natürlich viele Katzen, die wollen kätzische Gesellschaft haben. Neben der internationalen Rassekatzenausstellung laden die Mülzner Samtpfötchen ebenso jährlich zur Hobby- und Werbeschau ein. Die findet 2024 am 9. und 10. November in der Festscheune in Thurm statt. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Möbelhaus Natur und Wohnen aus Bockendorf, Hauptstraße 56a. Sie finden bei uns trendige Einrichtungskollektionen mit passenden Polstern zum Wohlfühlen für die gesamte Familie. Das Depot Pohlströer im erzgebirgischen Gelenau lädt zur Osterschau 2024. Bis 7. April werden Schmuck und Künstlereier aus der Sammlung von Dr. Erika Pohlströer gezeigt. Zusätzlich einmalige Leihgaben von weiteren Sammlern und Künstlern. Im Mittelpunkt der Sonderausstellung steht diesmal das Thema Blütenträume auf dem Ei. Österliche Volkskunst ergänzt auf liebevolle Weise die Schau. Außerdem sind Puppen, Bären und selbstverständlich Osterhasen in Szenen zu erleben. Liebevoll arrangiert wurden ebenfalls wieder viele Autos aus der weltgrößten Sammlung historische Kinderfahrzeuge. Das Café in der zweiten Ausstellungsebene bietet Gelegenheit zum Verweilen und Handwerker, Künstler sowie Händler bieten Waren an und zeigen seltene Techniken. Osterschau 2024 im Depot Pohlströer im erzgebirgischen Gelenau. Bis 7. April, Freitag bis Sonntag, Ostermontag und zusätzlich in der Osterferienwoche von 10 bis 18 Uhr geöffnet.
Mehr Infos unter www.lopesa.de. Sattkabel in Burgstedt ist der Spezialist für das schnelle und preiswerte Highspeed-Internet über Fernsehkabelnetz. Bei uns surfen Sie nicht nur mit Höchstgeschwindigkeit, sondern sichern Ihre Daten auf entfernten Servern, können Fernsteuerungen in Echtzeit durchführen und spielen mit einem Superping. Hinzu kommt das Telefonieren in bester Qualität bei kostenloser Rufnummernmitnahme und günstigen Minutenpreisen. Lassen Sie sich beraten zu unseren attraktiven Komplettangeboten. Entweder vor Ort im Ladengeschäft oder telefonisch unter 03724 666 535. Besuchen Sie unsere Website satt-kabel-online.de. Am 4. März durften Dr. Barbara Wiegand-Stempel und Limbacher Frohnas Oberbürgermeister Gerd Herrich Sachsens Minister für Regionalentwicklung Thomas Schmidt begrüßen. Der besuchte das Echo-Museum. Der Minister hat sich heute mal informiert über die beginnenden Arbeiten hier im Echo-Museum. Wir haben ja hier doch eine erhebliche Fördermittelsumme erhalten, so ca. 300.000 Euro alleine vom Denkmalschutz. Dazu kommt dann nochmal ungefähr 75.000 Euro für die energetische Sanierung. Und insofern konnten wir heute dem Minister zeigen, wie wir hier angefangen haben mit Gerüstbau, geht es ja meistens los und wir werden dann in der Folge, nächste Woche geht es dann los, das Dach abreißen und hier eine komplett neue Dacheindeckung vornehmen. Die Sanierung des Daches war notwendig geworden. Ja, wir haben ja im letzten Jahr den Schornstein hier saniert und hier im Obergeschoss, im Dachgeschoss haben wir hier eine mehr oder weniger so ein Provisorium für unser Depot, was wir demnächst in die Artosita auslagern. Und da kam es immer wieder zu Feuchtigkeitseinbrüchen. Und wir haben dann jetzt in der vorbereitenden Maßnahme die Schalung hier von den Balken weggenommen. Und hier sieht man natürlich auch, dass die Feuchtigkeit die einzelnen Balken schon angegriffen hat. Und da musste einfach jetzt hier gehandelt werden. Wir werden also hier teilweise auch Balken austauschen. Die sind ja schon nummeriert, welche hier ausgetauscht werden. Dann kommt eine Aufspanndämmung drauf dran und dann wird das Echo-Museum mit neuen Naturschiefern neu eingedeckt. Arbeiten, die einige Zeit in Anspruch nehmen, aber wir hoffen, dass wir im Laufe dieses Jahres damit komplett fertig werden. Also ich denke so Ende Oktober oder vielleicht wird es erst im November, dass wir hier mit den Baumaßnahmen fertig werden. Im Zuge dessen, wenn das Gerüst einmal steht, wo wir die Risse und die Fensterschäden natürlich auch beheben. Da kommen also eine Risssanierung hin und ein neuer Farbanstrich und auch viele Fenster werden als, das sind ja Holzfenster, werden dann eben auch gleich von außen neu gestrichen. Auf den Bauplänen zu erkennen ist, dass sich der Schriftzug am Gebäude ändern wird. Wir haben ja jetzt hier viel vor mit dem Echo-Museum. Wir sind ja hier Bestandteil der Kulturhauptstadt 2025 mit dem Mega-Hub Textil. Und wir wollen dem auch ein bisschen Rechnung tragen, ein bisschen moderner wirken und dann heißt das jetzt ab sofort das Esche und das Makers Hub wird dann also das Esche Lab werden, um einfach auch ein bisschen frischer und moderner rumzukommen und vielleicht dann den einen oder anderen jungen Menschen damit besser anzusprechen. Ansprechen sollten zum Beispiel auch die Kunstwerke entlang des Purple Pass der Kulturhauptstadtregion, um Kunstinteressierte aus aller Welt herzulocken. Das Modell eines Kunstwerks, das in Limbach-Oberfrohna aufgestellt werden soll, konnte Minister Schmidt beim Rundgang im Echo-Museum in Augenschein nehmen. Erst in Textil geplant, soll es nun, anknüpfend an die Eisenhüttenwerkgeschichte der Wolkenburger Familie von Einsiedel, eine Lauchhammer Eisenkunstgussfigur werden. Das Delicious Monster, weit von der Anmut Wolkenburger Eisenkunstgussfiguren entfernt, dafür aber zeitgenössisch. Beim weiteren Rundgang durch das Esche konnte Minister Schmidt in Textilgeschichte eintauchen. Wir haben ja hier die Hochburg der Textilindustrie in Sachsen oder in ganz Europa mit dem Johann Esche, der hier ja der Begründer der Textilindustrie war. Wir haben halt in unserem Esche-Museum
200 Jahre alte Textilmaschinen stehen, ist auch teilweise funktionstüchtig. Dann um 1900 herum mit entsprechenden schon Antrieben, früher mit Dampfmaschine, heute natürlich elektrisch, bis hin zu Heinrich Mauersberger, der Begründer von Malimo, wo wir ja auch eine Büste hier direkt vor dem Echo-Museum zu stehen haben. Das ist halt die gesamte Geschichte der Textilindustrie in Sachsen, zeigen wir hier unseren Besuchern. Die Kunst, die Museumsmaschinen zu bedienen, beherrscht der Museumsmitarbeiter Bernd Riedl, der den Besuchern die historischen Exponate in Aktion zeigte. Technik, die begeistert auch den Minister für Regionalentwicklung, der mit Sicherheit schon so einiges gesehen hat. Nachts sieht man es weniger, weil es dunkel ist, aber bei Tage betrachtet ist der IFA-Park zwischen Jäger- und Moritzstraße zu einem Schandfleck mitten im Stadtzentrum von Limbach-Oberfrohna verkommen. Das soll nun geändert werden. Am 4. März wurde mit Schülern vom Albert-Schweitzer-Gymnasium der erste Spatenstich für die Umgestaltung vollzogen. Lassen Sie mich 3 Sätze zu der Historie sagen, nicht zu dem Park selber, sondern wie wir hier zu diesem Projekt gekommen sind. Kommt eigentlich von der Frau Dr. Bonke, die gemeinsam mit dem Förderprogramm LIDA hier dieses Thema Architektur macht Schule initiiert hat. Wir hatten dann innerhalb der Verwaltung, wissen Sie, hat man 10 verschiedene Projekte ihnen vorgeschlagen und sie haben dann gemeinsam mit ihren Schülern gesagt, also das ist hier überschaubar, das ist lösbar und wir widmen uns jetzt einfach mal diesem IFA-Park. Und ich weiß es noch, haben wir dann hier Ortsbegehung gemacht und haben überlegt, wie wir das hier alles tun. Und die Schülerinnen und Schüler vom Albert-Schweitzer-Gymnasium haben sich dann ins Zeug gelegt, mit Hilfe von dem Architekten in der Projektarbeit dann hier Lösungsvorschläge erarbeitet. Und diese Lösungsvorschläge haben wir dann, ich sag mal, als Basis, als Grundlage dafür genommen, hier die weiteren Planungen voranzutreiben. Umgesetzt wird im IFA-Park der Baubeschluss in der Größenordnung von 400.000 Euro. Davon sind 300.000 Euro reine Baukosten. Der IFA-Park ist Bestandteil des Projektes Stadtumbau. Sodass wir 1/3 von diesem Geld gefördert bekommen aus dem Verbund und 1/3 vom Land. Das ist eines der, positiv zu erwähnenden Förderprogramme, weil es halt von der Administration und vom Bürokratismus halt sich in Grenzen hält. Ne? So, und wir hoffen, dass wir mit diesen ersten Spatenstich heute, oder vielleicht machen wir hier den ersten Baggerlader, Schaufel, eine gute Bauphase hier hinter uns bekommen. Da wünsche ich viel Erfolg den ausführenden Unternehmen mit dem Ziel, dass wir im Herbst, sagen wir mal September, Oktober, hier uns wieder treffen zur feierlichen Eröffnung. Auch wenn es im Herbst in die dunkle Jahreszeit geht, wird es nach der Umgestaltung im IFA-Park nicht mehr dunkel sein. Denn ein Teil des Bauprojektes ist die Beleuchtung. Also obwohl das so aussieht, dass hier ganz viele Bäume gefällt wurden, ist es ja so, dass eigentlich die Qualität von diesem kleinen Park der Bestandsbaumbestand ist. Und das wollen wir natürlich alles erhalten. Und diese kleine Anlage, die irgendwie so wie so ein Durchgang irgendwie daherkommt, eigentlich wirklich aufwerten mit ein paar Möglichkeiten, sich hier mal für eine kurze Weile aufzuhalten. Also es wird eine Calisthenics-Anlage geben, auf der man sozusagen Sport machen kann, in eine spielerische Art und Weise. Es soll hier oben eine Fläche geben, die wieder genutzt werden kann, mit so Sitzgelegenheiten hier in die Böschung eingebaut, wo man auch mal sich treffen kann, ob man vielleicht mit der Klasse hingehen kann und hier irgendwie sicherlich auch mal eine Aufführung machen kann, das heißt Badminton spielen ohne Probleme möglich, also eine kleine multifunktionale Fläche hier oben. Und dann wird hier eine neue Treppenanlage eingebaut und die Mauer saniert, dass sozusagen diese obere und untere Ebene miteinander verbunden werden. Und alles andere ist eigentlich sozusagen die Sanierung, Wiederherstellung, Verbesserung des Wegenetzes und natürlich unterstützende Bepflanzung, um diesen Charakter, sagen wir mal, vorzuschreiben. Ja, und auch Teile und Sichtachsen zu dem Wohnbereich hier unten vielleicht ein bisschen intimer zu gestalten. Statt einer Schmutzecke ein neues Kleinod, das zum Verweilen einlädt.
Die Galerie Art Forum in Burgstedt veranstaltet am 20. März eine etwas andere Lesung von Heinrich Schulze. Der Autor präsentiert Gedichte, Aphorismen und Sprüche aus seinem Buch Von des Alters hohem Sitz. Wie die Veranstalter versprechen, wird es auf jeden Fall bei aller Ernsthaftigkeit amüsant. 18 Uhr startet die Lesung in der Galerie, Straße der Einheit 29 in Burgstedt. Der Eintritt ist frei, kleine Spenden sind erwünscht. Spannende Geschichten über Menschen mittels Foto zu erzählen, das gelingt nicht jedem Fotografen. Siglinde Gimarius de Kepper schon. Sie lässt den Betrachter ihre Bilder Beobachter sein, in Situationen, die weil ungestellt fesseln. So bekommt man hautnah das Nicht-Zufriedensein der Schauspielerin Cornelia Schmaus zu spüren und lauscht, was der Maler Otto Niemeyer-Holstein aus seinem Leben erzählt. Die Menschen zu sehen, wie sie in ihrer Veranlagung sind. Wie unterschiedlich sie sind. Manche Menschen sind mürrisch und sind nicht so sehr gerne fotografiert. Andere sind sehr temperamentvoll. Und das finde ich eigentlich sehr schön, wenn man sowas sieht. Wenn man die Menschen sieht, wie sie sich geben, wie sie sich verhalten. Und das interessiert mich sehr. Ja, ich habe zwar da nicht immer die Kamera dabei. In der letzten Februarwoche wurde im Hohenstein-Ernst-Thaler-Rathaus die Ausstellung Porträt, Landschaft, Szene aufgebaut und eröffnet, in der Arbeiten von Siglinde Gimarius de Kepper zu sehen sind. Das sind ganz verschiedene Werke. Werke, die im Theater stattgefunden haben, da ich früher mal Theaterfotografin war. Und da habe ich einige Porträts gemacht, auch Szenenfotos. Und natürlich die Landschaft, wenn wir auf Rügen waren. Im Urlaub habe ich viele Fotos gemacht von der Landschaft. Die gezeigten Fotos stammen hauptsächlich aus der Zeit von 1972 bis 1990. Und meine Fotos, die ich jetzt hier habe, die haben wir nun besonders vergrößert. Die sind auch mit alten Kameras noch gemacht zum Teil. Und ansonsten habe ich genau wie die Rika mit der Canon gearbeitet. Und das ist eine sehr schöne Kamera und man kann da viel damit machen. Das entdeckte Siglinde Gimarius de Kepper, nachdem sie nach einer langen Schaffenspause wieder zu einem Fotoapparat griff. Dann habe ich im Urlaub fotografiert, das war dann 2005, 2006 und aufwärts. Und das sind einige, die ich eben hier auch zeige. Ja. Ansonsten sind die Fotos alle von damals, also eine lange Zeit. Sie verdiente damals mit der Fotografie ihre Brötchen. Studiert habe ich nicht, aber ich habe richtig meinen Abschluss gemacht als Fotografin und war dann Assistentin in einem Studio. Und dort habe ich mit Theaterfotografie eben auch, bin ich in Berührung gekommen und habe dann viel fotografiert im Theater mit. Ne? Unter anderem am Theater in Karl-Marx-Stadt mit dem Hort an Schauspielern, die auch im Kino und Fernsehen von sich reden machten. Zum Beispiel Michael Quistek, Cornelia Schmaus oder Hotte Krause. Die Lebendigkeit der Theaterbühne auf Foto festzuhalten, faszinierte Siglinde Gimarius de Kepper. Ja, gerade wie Hotte Krause, dass er da so einen Weg runterläuft. Da geht es aber noch um den Text, der da gesprochen wird, dass das miteinander funktioniert. Und das hat mich im Theater immer sehr gereizt, solche Szenen zu machen. Solche Momentaufnahmen. Ne? Neben Porträts und Szenen sind im Rathaus auch Landschaften zu sehen. Die Natur begeistert mich und ich finde überhaupt, Aufnahmen zu machen in der freien Landschaft, das ist ideal. Das ist wirklich schön und das finde ich interessant. Die Fotos, die man hier sieht von der Landschaft, ist eben auch viel Bäume. Mich interessieren auch Bäume oder eben das Meer mit besonderen Steinen drin. Oder wenn sich plötzlich das Meer in verschiedene Farben gibt, wie sie in dem Foto auch haben. Das ist sehr, sehr interessant für mich. Das reizt einen mal, weil man gar nicht glauben kann, dass das
wirklich so im Wasser stattfindet, die Farben, so mit Rot und Blau und so. Das ist, aber es war genauso am Strand, so wie es auf den Fotos ist, so habe ich es gesehen und so war es auch tatsächlich. Öffentlich gezeigt hat die Fotografin ihre Arbeiten eher selten. Im Theater habe ich sehr viel ausgestellt. Da waren ja die vielen Schaukästen, die alle bestückt werden müssen. Das habe ich damals gemacht, ja. Aber später dann nicht mehr so. In der Kirche habe ich noch ausgestellt, in der Mittelhagener Kirche auf Rügen. Aber das ist, wie gesagt, viele Jahre her. Im Hohenstein-Ernsthaler Rathaus kann man einen Teil ihrer Arbeiten bis 17. Mai zu den Öffnungszeiten besichtigen. Wir spielen heute mit Stonewater im Welttheater in Frankenberg, ein großartiger, schöner Ort, was ehemals wohl ein Lichtspieltheater war und ab und zu noch dafür genutzt wird. Und wir freuen uns ja heute, ein bisschen Blues und Rock'n'Roll hierher zu bringen. Das Team Clubkonzerte Tene Öderan. Ja, wir sind heute hier in Frankenberg zum zweiten Konzert. Das erste Konzert vorne mit der Ester Bluesband. Und war ein durchaus richtiger, guter Erfolg. Ja, und da sind wir hier zum zweiten Konzert mit der Band Stonewater. Und das ist ja doch schon eine Band, die sehr in einem namhaften Bereich angesiedelt ist. Darüber freuen wir uns riesig. Stonewater aus Hamburg, ich bin aus Greifswald. Der Gitarrist Ben kommt aus Nürnberg und wir sind so zusammengewürfelt und spielen Rock'n'Roll, Blues und Soul. Und wir haben ein neues Album im Gepäck, das nennt sich Make Me Try und ist auf Vinyl erhältlich auf unserer Homepage www.stonewaterband.com. Wer am 1. März im Welttheater war, konnte die Platte gleich mitnehmen. Warum fand schon wieder ein Öderaner Tenne-Club-Konzert in Frankenberg statt? Es steht natürlich die Frage im Raum, seit wann gibt es sowas überhaupt mit den Clubkonzerten in der Tenne? Das gibt es seit 2015, da haben wir mal angefangen. Das war eine Geschichte, wir suchten damals Mehrverwendung für das Haus am Kleinen Erzgebirge und so wurde die Idee geboren, dieses Obergeschoss als Tenne zu nutzen und in diesem Tenne-Obergeschoss fanden dann Clubkonzerte statt, Blueskonzerte, Rockkonzerte. Das haben wir, da kann ich nicht anders sagen, als wir ganz schön viel Fleiß investieren müssen, ob man das dann populär kriegt, dass man es bekannt gemacht kriegt und das ist uns Stück für Stück gelungen. Bis dann die Corona-Zeit kam, die war natürlich auch für uns kompliziert. Aber danach haben wir einfach fortgesetzt. Und dann trat eine Situation ein im vergangenen Jahr oder am Anfang, ja, im vergangenen Jahr, also in 23, die bei uns nie unkritisch war. Da gab es Fragen zur weiteren Durchführung von Veranstaltungen in diesem Haus. Und der Eigentümer des Hauses am Kleinen Erzgebirge musste uns dann zu einem bestimmten Zeitpunkt mitteilen, hier gibt es neue Genehmigungen zu erwirken und wenn die da sind, kann man vielleicht fortsetzen, aber momentan erstmal nicht. Und das war für uns natürlich kompliziert, also wir mussten andere Locations suchen, wohin gehen. Das Welttheater bot sich an. Und wir sind dieser IG, dieser Interessengemeinschaft Welttheater Frankenberg, also ein eingetragener gemeinnütziger Verein, sehr dankbar für die Hilfe und Unterstützung für das Hiersein in diesem wunderschönen Kino in unserer Region. Thank you.
Was die Zukunft der Clubkonzerte in der Tenne Öderan angeht. Werden wir erstmal momentan ein Sätzekonzert heute machen. Das nächste Konzert wird im Öderan sein, im Haus am Kleinen Erzgebirge, am 23.03. Becks Marshall. Das ist eine Geschichte, da freuen wir uns riesig drauf. Wie es danach weitergeht, wissen wir noch nicht. Wir sind immer noch am Hoffen, dass wir doch wieder zurück können. Das wäre unsere Lieblingsvariante. Wenn das nicht so ist mit dem Wieder-Zurückkommen, dann gibt es noch andere Locations. Wir wären auch gern in Öderan. Wobei wir liebäugeln trotz allem auch noch ein bisschen mit dem Welttheater. Es wäre schon noch bei der Begrüßung sagen, wie gesagt, nicht nur dankbar. Es ist doch eine schöne Location. Und vielleicht ergibt sich ja doch noch irgendwo eine kooperative Zusammenarbeit, wo man vielleicht auch mal ein Konzert hier und mal da macht. Da müssen wir mal gucken, wo wir uns noch finden. Ich glaube, da brauchen die Herren von der IG oder die Damen und Herren von der IG noch genauso vielleicht Zeit, wie wir von unserem Clubkonzert-Denne-Team, weil die Situation muss eben erstmal einfach gemeistert werden. Aber wir geben uns Mühe, das Thema zu lösen. Das wäre auch ganz im Sinne des Publikums sowie der Musiker, die immer wieder gern kommen. Stonewater, das ist eine Band, die ist für uns nicht ganz unbeschrieben, weil wir hatten vor kurzem zu Gast Alan Forrester und da war der Ben Forrester schon mit dabei. Und dann haben wir sehr oft bei uns zu Gast gehabt, ich glaube, es war das letzte Konzert vor Corona, Vanja Sky, und bei der Vanja Sky war Robert Wendt dabei. Und beide sind hier in dieser Band und spielen heute Abend für uns. Damit wissen wir, dass es uns heute Abend Rock, Blues vom Feinsten erwartet. Das wird ein Musikfest. Kisten über Kisten in allen Größen standen verteilt im Sonderausstellungsraum des Textil- und Rennsportmuseums Hohenstein-Ernsthal. Der Inhalt: Eier aus der Sammlung von Erhard Sperrin, der zusammen mit den Museumsmitarbeitern die Ausstellung Vom Weltenei zum Osterfest aufbaute, die am 3. März eröffnet wurde. Diesmal habe ich über 900 Eier mitgebracht und man macht sich vorher genau einen Plan, was wohin kommt. Aber die Praxis hält sich meistens nie dran. Dann wird immer noch mal ein bisschen abgeändert, sodass ein Ei weggelassen wird. Aber es ist auch schon eine Stelle passiert, wo ich gesagt habe, da hätte ich ruhig nur 2-3 Eier hinstellen können. Die 900 Eier wurden nicht aufs Geratewohl im Ausstellungsraum aufgebaut. Jawohl, die sind thematisch gegliedert. Einmal nach Region, also dass ich einmal einen außereuropäischen Bereich habe. Und dann natürlich den europäischen christlichen Teil und innerhalb dieser Region nochmal gegliedert nach Länder, innerhalb der Länder nach dem. So findet sich der Fall der Berliner Mauer neben der Cola-Dose, die man auch als Handgranate interpretieren kann. Und darüber thronend ein aktuell politisches Ei. Erhard Sperrin zeigt zum 3. Mal Teile seiner Sammlung in Hohenstein-Ernsthal. Neu ist diesmal unter anderem: Wir haben jetzt viele Neubürger bekommen und deshalb habe ich dem Deutschen Frühlingsfest, dem Eisenacher Sommergewinnfest, das Nowruz-Fest gegenübergestellt. Das ist das islamische Frühlingsfest. Andere Länder, andere Sitten, aber trotzdem die Welt ein Dorf. Und in dem ist der Sammler schon viele Jahre auf Eiersuche. Man kommt wie jeder zu seinem Hobby durch irgendeinen Zufall und dann baut man es aus. Und ich als Museologe habe in der Ausbildung natürlich gelernt, wie baut man eine Sammlung auf und wie macht man Ausstellungen. Und das habe ich hier ganz einfach in meiner Privatsammlung umgesetzt. Bis in den letzten Winkel durchgeplant, muss man auch bei der großen Eiersammlung. Ich habe etwa so 3000 private Eier, davon sind etwa 1500 die Kernsammlung und da wähle ich immer aus. Die Grundkonzeption
Die habe ich mir gleich am Anfang gearbeitet. Und danach baue ich heute noch auf und passe die einzelnen Ausstellungsabschnitten immer dem jeweiligen Museum und der jeweiligen Vitrinen an. Gezeigt werden nicht nur Eier aus aller Welt. Die Besucher erfahren zudem, welche Bedeutung sie für die Menschen in den unterschiedlichsten Regionen auf der Erde haben. In den außereuropäischen Kulturbereichen, dort hat ja das Ei nichts mit Russland zu tun, sondern da gibt es die alte Tradition, dass es zum Vertreiben der bösen Geister ist. Das schließt sich dann nieder in den Amuletten und Glücksbringern. Ein Lieblingsthema hat der Sammler nicht unbedingt. Ich habe nämlich von Anfang an immer versucht, alle Bereiche gleichberechtigt zu behandeln und jedes Ei mit der gleichen Achtung zu behandeln. Die gezeigten Eier sind verschiedentlich alt. Ja, das älteste Ei, würde ich mal sagen, ist ein Amulett aus dem Sudan. Das ist noch aus der Kolonialzeit. Und dann kommt ein Ei in Südeuropa. Das ist eine Klosterarbeit. Ich schätze so 30er, 40er Jahre. Fündig wurde Erhard Schwerin an so einigen Stellen. Die beiden Hemd genannten Eier habe ich auf dem Trödelmarkt gefunden, in Grabenkisten. Wobei das aus der Kolonialzeit, das Eieramulett aus Sudan, kaputt war. Das habe ich restaurieren lassen, soweit wie es ging. Eier gehen manchmal kaputt. Ja, ich habe traditionelle Eier, die sind gekocht oder roh. Im Laufe der Zeit findet dort ein chemischer Prozess statt und es entsteht drinnen eine bernsteinfarbene, harte Kugel. Und wenn man das natürlich ein bisschen zu doll schüttelt, ist das Ei kaputt. Und deshalb habe ich hier in einer Vitrine mal traditionelle Eier ausgestellt. Heile und natürlich auch kaputte, dass man mal sieht, wie das Ei in drinnen aussieht. Schon seit 33 Jahren zeigt Erhard Schwerin seine Eiersammlung. Die aktuelle Ausstellung. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist das meine letzte. Denn ich merke, man ist keine 35 mehr. Früher war man jung und knackig, jetzt nur noch knackig. Und abends merkt man seine Knochen gewaltig. Und da wird Zeit aufzuhören. Und was passiert mit der Sammlung? Tja, übernehmen will die keiner. Und da ist es dann nur Versuchung abzusetzen, zu verkaufen, soweit wie es geht. Ich habe ja schon angefangen, habe einige Stücke mitgebracht. Natürlich erstmal die Sachen, die nicht zur Kernsammlung gehören. Was das Verkaufen betrifft? Natürlich kriegt man das, was man reingesteckt hat, nie rein. Denn dann einige Sachen sind wertintensiv bei der Anschaffung und andere dahinten eben Emotionen dran. Zum Beispiel, ich habe jetzt mit einer kirchlichen Organisation eine Hilfsaktion in Rumänien gemacht. Das war etwa Mitte oder zweite Hälfte 90er Jahre. Dort habe ich dann auch einen Ikonenmaler kennengelernt. Dort habe ich natürlich auch Ikoneneier bekommen. Die waren natürlich sehr teuer, kann man aber jederzeit, wenn man Geld in die Hand nimmt, wiederbekommen. Aber am letzten Tag kam so ein altes Mütterchen und hat uns jeden ein traditionelles Ei gegeben. Und da hing natürlich Emotionen dran. Und ich habe natürlich die Ikonenmaler, aber auch das Ei von dem Mütterchen ausgestellt. Qualitativ sind die natürlich unterschiedlich. Aber für mich hängen natürlich emotional ganz andere Werte dran. Denn es gibt Dinge, die nicht mit Geld aufzuwiegen sind. Der Besuch der Osterausstellung bietet die Gelegenheit, darüber zu philosophieren. Bis zum 21. April kann sie besichtigt werden.
Am 23. und 24. März sowie am Osterwochenende lädt das Textil- und Rennsportmuseum außerdem groß und klein zum Bemalen von Ostereiern nach sorbischer Tradition und zum Basteln von Osterkörbchen ein.